So, ich habe es gestern die Wand gemacht, den Sicherheitsbegrenzer hereingebaut und dann haben wir hier eins ist der gemeinsame Schaltkontakt und dann der zwei ist der Öffnerkontakt. Das heißt, im Normalzustand ist das Gerät ja so Durchgang und erst wenn Temperatur überschritten wird, dann löst er aus und wird umschalten. Das heißt, zwischen 1 und 2 habe ich jetzt dann die allen angeschlossen. 1 geht Spannung rein und auf der 2 geht es runter dann zum Schützen. Das zeige ich euch nachher unten. So, jetzt müssen wir das hier abrollen. Habt ihr gerade gesehen, ich rolle das langsam ab. Man darf keinen, nicht, niemals scharf knicken, danach ist es komplett im Arsch. Und dann stecken wir hier oben ein Loch gebohrt. Oh, ich muss größer bohren. Ich habe 6 gebohrt, bohren wir lieber 6,5. Kriege ich so nicht durch. Weil es ein 6er Kapillarrohrfühler, aber 6 hier im Holz ist ein bisschen stramm. Ein bisschen weiter raus. So. Dann muss ich das außen nur ein bisschen fixieren, ein bisschen in der Schelle oder so, dass das hier vorne dann nicht rumbaumelt. So, ich habe mit der Nagelschelle da oben fixiert, dass es nicht mehr da wegrutschen kann. Gut, dann kommen wir mal zum Programm. So, jetzt machen wir mal Bildschirmaufzeichnung und gucken jetzt mal, wie wir das jetzt programmieren. So, Start. Bling. So, und jetzt legen wir als erstes uns mal einen Raum an. So, Räume bearbeiten. Haben wir sogar, die Sauna haben wir sogar schon angelegt. Perfekt. Abbrechen. So, dann gehen wir F3. Ist aber unten nicht als Raum hier unten nicht angelegt. Das heißt, wir machen jetzt hier unten ein Plus und sagen, das ist die Sauna. Kategorie wäre Wellness, hätte ich mal gesagt. Und Raum ist natürlich dann die Sauna. So, jetzt gehen wir auf F5, Saunasteuerung. Und zwar, es gibt einmal mit Verdampfer eine und eine ohne. Wir machen eine ohne, weil wir keinen Verdampfer hier drin haben. Wir haben einen automatischen Verdampfer. Es hat er direkt erkannt, Sauna und Wellness. Pass, ist das der richtige Dings ist, ne? Richtige Wellen, also richtige Kategorie und Raum. So. Jetzt brauchen wir die Eingänge, analoge Eingänge, aber gerade schon auf der ersten Extension waren die, wenn ich mich recht erinnere, drauf. Analoge Eingänge, die habe ich auch schon nicht beschriftet. Das wird man jetzt mal tun. Jetzt gucken wir gerade mal nach, wo die sind. Muss ich erstmal alles beschriften, sonst habe ich gleich einmal Löhe. So, Extension. Gucken wir auch mal gerade, wo wir die Sauna drauf haben. Geschaltete Steckdosen, Wohnbereich. Alle Extension, Klingel, Türsumme. Warum schon das jetzt wieder? Warum schon nicht eingetragen? Ich Depp. 214 ist das drauf. 214. Einmal leer mal noch Sauna. Saunabeleuchtung, Saunaansteuerung, Schütz. So, jetzt gibt es hier verschiedene Ausgänge. Ausgang für Phase 1, Phase 2 und so weiter. Ausgang Lüfter, Sanduhr haben wir nicht. Das heißt, für das Licht machen wir separat, machen wir auch mal einen Lichtbaustein oder machen wir einen Schalter hin für die Beleuchtung der Sauna. Das heißt ja erst Bad oder Schlafzimmer. Ist egal. Ist nicht festgelegt. So. AQ, analoger Ausgang. Q1. Also da müssen wir irgendwo umschalten. Das muss ich aber gerade gucken. Ich mache nicht jeden Tag Sauna. So, Victor, der macht gerade noch einen Fensterkontakt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo man das hier einstellt. Bei dem Saunabaustein. War das M? Jetzt gucken wir erstmal gerade hier auf dem I.
Kann man ja die ganzen Parameter sehen. So, auf Phasenmodus. Den schalten wir jetzt um. Hoppa, alle Latten nicht. Hier muss ich erstmal Fenster zumachen. Weil momentan sind das drei einzelne Phasen, die man hier abgreifen kann. Wir wollen ja ein gesamtes Schütz damit schalten. So, mit dem Ausgang. Und deshalb schalten wir jetzt mal, gehen wir wieder auf Soundersteuerung und gehen jetzt hier unten auf Zack. Und jetzt haben wir nämlich hier nur noch wenige Ausgänge. Sollten wir jedenfalls. Also gehen wir auf Q1, denke ich mal. Q1 digital, weil wir haben es jetzt umgeschaltet. Aber es kann man wahrscheinlich jetzt hier auch gucken, wenn wir hier draufklicken, was hier unten anzeigt. Aus drei Phasen, eine Phase. Wenn angehakt, steht da an. Wieder eingangslogik schaltet. So. Und jetzt schalten wir da die Sauna drauf. Auf den Q1. So. Jetzt haben wir ja, was haben wir hier vorne noch digitale Eingänge. Schalte Lüfter. Türkontakt haben wir jetzt noch nicht. Die nur zur Anzeige der aktuelle Banktemperatur. Das ist, was haben wir hier für Temperaturen? TR, wer Trigger brauchen wir nicht. AI, aktuelle Saunatemperatur. Die müssen wir jetzt gleich noch raussuchen. So. Feucht haben wir, glaube ich, hier gar nicht, die der anzeigt, die tun wir separat dann auslesen, weil feucht ist eigentlich nur bei einem, wenn wir einen Verdampfer drin hätten, den haben wir jetzt nicht, da tun wir es dann separat anzeigen lassen. So, Türkontakt kommt später, rüsten wir später nach. Und jetzt tun wir uns erstmal die analogen Sachen angucken und machen aber vorher noch, dass wir das nicht vergessen, Beleuchtung Sauna. F5 Schalter. Und nennen diesen Schalter nicht Schalter, sondern Beleuchtung. Und wo ich da dazu schreiben, dann weiß man, was es ist. So, permanent bleiben. Oh, muss angestellt beim Leuchter, geht das Licht halt aus, ist ja wurscht. So, dann haben wir die Saunabeleuchtung schon mal drin. Jetzt suchen wir uns dann noch die analogen. Die muss ich aber gerade gucken, weil ich habe sie natürlich schnell hier reingeschrieben. Muss ich gerade erstmal gerade gucken, wo die sind. So. Und zwar auf der ersten Extension, wie schon gesagt. So, Extension 1, analoge Eingänge. Das erste ist Temp Sauna. Und das zweite ist, hoppla, feuchte Sauna. So, Temperatur Sauna ist dann der AI, die aktuelle Saunatemperatur. Und bei der feuchten Sauna, wollen wir eine Visualisierung verwenden mit einem Symbol. Was sehen wir? Also die feuchten Wassertropfen wahrscheinlich. Ne? Klima, feuchte, da haben wir Wassertropfen. So. Und das Ganze, den ziehen wir uns jetzt einfach jetzt hier rein, dass der auch im richtigen. So, Kategorie Wellness, Sauna, sehen wir auch die Feuchte. So, und jetzt tun wir dann in den Mini-Surfer die Saunasteuerung speichern. Sondern wenn wir jetzt den ganzen Spaß jetzt mal testen, Mini-Server-LED-Programm. Mini-Server-Start-Link. Dann geht es jetzt gleich los.
So. Gespeichert. So, das waren dann die Bildschirmaufzeichnungen. Oh, die kann man schon laufen lassen. Dann gehen wir jetzt erstmal und gehen jetzt hier in den Testmodus. Webinterface, Aufruf mit lokaler Adresse. So, Benutzername ist der Admin. Gut. So, Raum, Sauna, Feuchtsauna 3%, 3,0, das kann doch nicht sein. Achso, das müssen wir noch, das habe ich eben vergessen, das ist genau. Und zwar die Feucht ist ja von 0 bis 100%, ne? Das heißt 30% hätten wir jetzt. Eingangswert 0, Zielwert 0 und Eingangswert, da war die Bildschirmaufzeichnung beendet. Müssen wir es nochmal starten? Ist ja begrenzt von der Zeit her. So, jetzt gehen wir wieder mal hier die Feuchtigkeit hier vorne hin. So, wenn 10 Volt von der Sauna, vom Sauna kommen, haben wir 100% Feuchte. So. Und hier, sollte eigentlich so richtig sein. Jetzt gucken wir gerade mal. Gehen wir in die Saunasteuerung. Temperatur aktuell 0 Grad. Der stimmt irgendwas nicht. Da müssen wir nochmal gucken, wo es da hängt. Das messen wir jetzt nochmal gleich nach. Warum wir da keinen Temperaturwert haben. Das müssen wir erstmal nachgucken. So, Bildschirmaufzeichnung erstmal gerade beenden. So, ich starte nochmal die Aufzeichnung. So, dim dim. Blub. So, jetzt haben wir Werte hier. Jetzt haben wir hier mit 3,0 und hier haben wir 4,2. Da war nun ein Aderdreher drin. Das haben wir behoben. So, feuchte Sauna wollen wir haben. Ich muss ja überlegen, wo man das nochmal einstellt mit dem Wert. Standardwertzeitüberschreitung, Einheit in Prozent. Wollen wir da haben. Und zwar nicht die Kommazahl, sondern den V. Also bei 4%, wir müssen eigentlich jetzt 40 rauskommen als Prozentzahl eigentlich schon. Da muss man sich gleich mal überlegen, wie wir das jetzt lösen, was er da ausspuckt. So, Sauna-Temperatur. Moment, ich hab hier doch gesagt, habe ich doch, oder bei der Feuchte habe ich doch gesagt, 0 bis 10 ist 0 bis 100. Muss doch dann so rauskommen. Bis 10, also Eingangswert 0 bis 10 und Zielwert ist 0 bis 100. Ja, gucken. Also ich habe mir gespeichert, wahrscheinlich deshalb. So, Temperatur, Sauna. Der Fühler geht von minus 30 bis plus, das muss ich selber gucken, ich muss mir die Anleitung nochmal holen. So, hier haben wir den Wert minus 30 bis plus 120. 10 Volt wären 120 Grad. Ne? So, und jetzt speichern wir das mal hier rein. Und gucken mal, was dann jetzt hinten rauskommt. So, jetzt haben wir auch hier feuchte Sauna 42%. Jetzt gehen wir auf die Saunasteuerung. Da haben wir jetzt 14 Grad noch drin, weil die Leute sind gerade im Urlaub. Jetzt haben wir die Haustemperatur runtergefahren. So, jetzt gehen wir auf Sauna einschalten. Da hat man direkt Klack. Das Schütz schaltet in, er hat gerade geschaltet, das Steuerungsschütz in der Verteilung. Und jetzt startet die Aufheizphase. So, jetzt haben wir 70% Temperatur, 70 Grad Solltemperatur. Haben wir mal so eingestellt hier.
Können wir ein bisschen runterstellen. Erstmal auf 50 Grad. Dann fahren wir das Ding erstmal ein bisschen hoch. Und dann kann er erstmal ein bisschen da drin heizen. Dauert natürlich ein bisschen, weil der Füller ist auf der anderen Seite. Ne? Also hier sieht man schon 29 Grad hat die Sauna jetzt. Ne? Also steigt. Ne? So, jetzt müsste auch die Feuchte geht zurück, klar. Wenn ich Hitze reinbringe, stinkt natürlich die Feuchtigkeit. Aber es funktioniert schon mal. Beleuchtungssauna läuft auch und das gucken wir uns jetzt gerade mal, zeige ich, gucken wir es an, zeige ich euch gerade mal. Ne? Ja, so, Saunalämpchen leuchtet, Sauna heizt, perfekt, klappt. So, Sauna ist jetzt in Betrieb. Was wir noch machen müssen, ist ein Türschalter hier oben, der muss noch nachgerüstet werden, das kommt noch. Und zwar, wenn wir hier außen diese Wand drum bauen mit Rigips und Profilen und so weiter und das dann verputzen und so weiter, dann bauen wir oben den Türkontaktschalter noch nach. Aber jetzt läuft schon mal, jetzt können die Leute das schon mal testen. So, das wollte ich hier im Schaltschrank noch gerade erklären, wie das technisch aufgebaut ist. Und zwar haben wir hier die dreipolige Sicherung von der Sauna. Die geht auf das erste Schütz hier, 25K1, die drei Phasen. Die drei Phasen gehen dann hier oben auf das Schütz 213K1 und gehen dann auf die Klemme. Und dann geht es zum Saunaofen. Wie werden diese Leistungsschütze angesteuert? Ne? Die Schutzbezeichnung, welche ich hier verbaut habe, ist das Z-SCH, also Z-230-40-40. Das sind vierpolige Schütze mit 40 Ampere pro Kontakt. Ne? Ist von Eaton. Ne? Und dieses Schütz 25K1, das wird geschaltet von dem Sicherheitsbegrenzer. Das heißt, das hat nichts mit der Steuerung von Loxon zu tun, sondern da gehen 230 Volt gehen hoch zu dem Sicherheitsbegrenzer. Und wenn der okay ist, kommen die 230 Volt zurück und schalten das Schütz ein. Das heißt, es ist momentan an, weil alles in Ordnung ist. Ne? Das zweite Schütz hier wird vom Relaisausgang gesteuert, was wir eben ins Programm reingenommen haben. Damit schalten wir den Ofen an und aus. Würde jetzt zum Beispiel das versagen, die Induktionssteuerung, irgendwas versagt, die Steuerung versagt in der Software, irgendwas stürzt ab, das Schütz bleibt kleben, egal was. Irgendwann erreichen wir die 130 Grad, die oben eingestellt sind. Und dann schaltet das Schütz ab und trennt das sofort alles auf. Das ist halt eben die zweite Sicherheit, die bei so einer Saunasteuerung drin sein muss. Ne? Und wenn das ausgelöst hat, geht es natürlich nach einer Zeit nicht alleine wieder an, sondern man muss das hardwaremäßig oben erstmal entriegeln, damit das überhaupt wieder zuschaltet. So lange bleibt natürlich die Sauna aus. Ne? Das war eigentlich so von der Erklärung her. Und die Beleuchtung von der Sauna geht ganz normal natürlich über einen ganz normalen Relaiskontakt. Ne? Und dann haben wir es so gemacht, zum Beispiel dieser Automat hier, hier ist der dreipolige, da kommt ein anderer Raum, und dann hier kommt die Sauna. Da hängt an einer Sicherung, hängt einmal der Sicherheitsbegrenzer, der Schütz schaltet. Dann hängt da dran die Saunabeleuchtung. Und von da aus geht die Phase auf das Relais von einem Relaisausgang, um das Schütz hier anzuziehen, was von Loxon gesteuert wird. Das heißt, ist alles über einen Automaten realisiert. Diesen Automat raus, Steuerung tot, Licht aus, fertig. Und dann eben den dreipoligen Automat B16 Ampere für den Saunaofen. Ne? Ganz im Grunde hängt natürlich an dem FI davor, jetzt ein 63 Ampere FI vorne vor, um das Ganze dann zu schützen, wenn irgendwas passiert. Ne? Ja, das war mal ein Saunasteuerungsvideo. Mache ich auch nicht so oft an Saunasachen. Aber ist ganz cool gelöst. Interessant ist es dann, natürlich, wenn man eine Sauna hat mit Verdampfer, haben wir auch schon mal gemacht. Dann wird es ein bisschen aufwendiger, auch von der Verkabelung her, weil dieser Verdampfer, der hupt normalerweise, wenn er kein Wasser hat. Jetzt brauchen wir das Signal auch auf Loxon. Dann müssen wir das spiegeln, das Signal und so Sachen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch mal hin. Ich denke mal, in Leipzig, wenn wir wahrscheinlich sowas haben, müssen wir mal gucken. Die ganze Automatisierung dahinter, das werde ich euch dann zeigen. Aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß und sehen wir uns im nächsten Video. Macht's schwer gut, ne? Ciao, ne?